Hallo Leute, hier sind wieder MacQuest 2051. Varuna MC. Ja, er ist jetzt endlich auch auf dem Server angekommen und er ist irgendwo da hinten, ganz klein, man kann ihn hüpfen sehen. Echt? Ich sehe dich gerade nicht mehr. Ja, ich stehe wieder an der Wand und guck zu dir rüber. Komm, da hinten ist er. Er ist ein paar Parzellen weiter weg, aber er ist noch in grober Sichtweite. Ja, mit 15. Hallo. Mit 15 Chunks. Also ihr seht MacQuisto da hinten in diesem Fadenkreuz. Es sind weniger als 10 Chunks, ich sehe auch nur 10 Chunks. Wir könnten ja durchzählen. 2, 4, 6, 8, ja genau, 10 sind es ungefähr. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir müssen mal nachfragen, wie weit der Server überhaupt die Chunks zulässt. Das bringt dir das nichts, wenn du 15 Chunks gucken kannst, der Server wird dir aber nur 10 zur Verfügung stellen. Ach so. Nee, es ging glaub. Aha. Ja, ich weiß gar nicht. Das ist auch eine Servereinstellung und wenn die klein ist, dann bringt dir, glaube ich, deins nichts, aber ist egal. Ja. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen weitergebaut. Ich habe mir ein Heavy Oak Sieve gebaut. Das zeige ich euch gerade mal ganz kurz, das Rezept. Für was ist das gut? Wie bitte? Für was ist das gut? Ja, dann kann man 9 Sachen auf einmal sieben. Das ist so ähnlich wie das normale Sieb. Es braucht halt nur schwere Seiden. Wie heißen die? Maschen, würde ich mal sagen. Das sind einfach 4 normale und ansonsten hat man dann das schwere Sieb. Und dann habe ich durch das schwere Sieb komprimierte Cobblestone, Quatsch, komprimierten Gravel und komprimierten Sand und das durchgesiebt. Schon jede Menge, weil ich euch das nicht antun wollte, 5 Stunden hier zu sieben. Achso, komprimiert, das heißt, ich muss 3x3 machen. Doch. Genau, okay. Das gibt dann einfach komprimiert. Dann habe ich bereits einen Alloy-Smelter gebaut. Ich habe zu viel Off-Play gemacht, aber den sollten die meisten vielleicht auch kennen von Ender.io, der Alloy-Smelter. 3 Öfen, ein Cauldron, hat halt ein bisschen Eisen gekostet. Und ein Maschinen. Chassis. Ich habe keine Ahnung, wie heißt das Chassis auf Deutsch? So eine Art Rahmen oder sowas. Ja, wahrscheinlich Frames. So, aber halt. So eine Art Maschinenrahmen, der wird dann aus einem Capacitor gemacht. Von Ender.io. Eisen und Eisenbarren. Und der Capacitor ist einfach ein bisschen Kupfer, Goldnuggets und Redstone. Dann haben wir den Alloy-Smelter und haben nebendran Solarpanels gemacht. Davon werde ich gleich weitere herstellen. Den Smelter wollte ich, um ein paar Enderkabel zu machen. Und zwar habe ich uns dann schon irgendwo habe ich es in der Kiste. Also wenn man sucht, findet man es nicht da. Item Convey und Energy Convey ist gemacht, damit ich mal ein bisschen elektrifizieren kann. Elektrifizieren. Genau. Und jetzt haben wir den Alloy-Smelter. Und als nächstes habe ich natürlich wieder vergessen, wie die andere Maschine heißt. Nicht der Pulverizer, das ähnliche, die Sagmill, genau. Die werde ich als nächstes bauen. Dafür habe ich uns schon ein bisschen Schammers vorbereitet. Ich hoffe, ich habe alles im Inventar. Sonst habe ich es wieder abgelegt. Wollt daran nicht? Sagmill? Zack. Ja, doch, genau. Wir gehen nochmal zwei, ne? Zäune, ich glaube 6 Stücke. Ne. Das hat sich verändert. Oder doch nicht? Ich dachte, das ging anders. So, jetzt kriegt das Ding langsam Energie. Ah, doch. Und ihr habt ja gestern schon gesehen, ich kann aus 4 zerbrochenen Erzen einfach Kies davon herstellen. Den haben wir dann auch direkt im Inventar. Und, oh, mir geht das Eisen aus. Und diesen Kies kann ich dann jetzt hoffentlich zerkleinern. Moment, zum Zerkleinern, wie war das? Ist es nicht schlecht, wenn man am Anfang ein bisschen Feuerstein reinlegt, so, und jetzt zum Beispiel geht der Kies nicht rein. Wird wahnsinnig. Gucken wir nochmal nach. Ore Gravel. So, ich kann ihn einschmelzen, das ist klar. Ich kann den Pulverizer zermatschen. Mit dem Hammer zerklopfen. Och nö, geht nicht in die Sackmill, ich könnte reiern. Das komplette Haben die das Item irgendwie rausgenommen? Das ging doch bei uns damals mit der Sackmill, oder nicht? Ja, was denn? Einen komischen Kies da zermahlen. Den Staub darf ich. Den normalen Dust, oder was? Den Aluminium-Ohr-Dust, der geht. Aber der Gravel will nicht. Okay. Dann machen wir halt mal den Staub, damit kriegen wir auch schon was raus. Fangen wir erstmal mit dem Aluminium an. Ja, du bist drüben auch fleißig am Sieben. Den Baum infizieren mit einem Wurm. Ah.
damit ich mal ein bisschen weiterkomme. Ja, ich habe auch noch ein paar infizierte Bäume da oben. Ach, die anderen haben sich schon alle angesteckt, die ich nachgepflanzt habe. Oh Gott, ein Riesenbaum. Hatte ich auch, glaube ich. Der erste oder zweite Baum, den ich hatte, war direkt ein Riesenbaum. So, yes, Holz. Und dann so, nee, verdammt, nö. Ich komme nicht bei. Ich habe schon einige Bäume gepflanzt. Aber der passt mir gerade nicht. Dass der jetzt so riesig ist, passt mir nicht. Ja. Ich stelle auf jeden Fall mal ein bisschen Aluminium hier. Und mit dem mache ich dann Solarpanel. Und in der Zeit könnte ich schon mal anfangen, Kabel zu verlegen. Kabel? Wie weit bist du schon? Ich habe gesagt, ich habe schon einen Alloys-Melder gemacht, um ganz einfache gammelige Stromkabel herzustellen. Was habt ihr gemacht? Such dies. Ja, 4 Stündchen gespielt gestern. 4 Stündchen? Ich bin gerade mal dabei. Dann war ich müde und hatte Magenschmerzen. Da habe ich dann aufgehört. Oh. Armes McFisto. Ja, ja. Aber so wie es aussieht, hat Shadow noch sehr viel weiter gebaut. Der hat da wieder schon tonnenweise Zeug stehen. Ja, war spät nachts noch online, ja. Das genau, ich hätte einfach mal so einen verdammten Apfelbaum bauen sollen. Dann hätte ich vielleicht keine Nahrungsprobleme. Ich habe nur wahrscheinlich keinen Apfel mehr. Hm. Nein, natürlich nicht. Ich habe noch ein Hühnchen. Das ist auch bald alle. Aber man stirbt man eigentlich an Nahrungsmangel? Nein, oder? Man läuft nur die ganze Zeit mit halbem Herzen rum oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall habe ich jetzt Aluminium-Ingots, die ich haben wollte, um euch das zu zeigen. Dann stoppe ich die dämlichen Tisch abreißen. Moment, das mache ich jetzt erstes. Blöde Otto-Normaltisch nervt. Der spuckt ja immer alle Items wieder aus. Machen wir eine schöne Crafting-Station und stellen die nochmal hin. Weiß ich nicht, ob ich da Fackeln draufsetzen oder dran setzen kann. Nicht. Da drauf geht auch keine Fackel, dann hänge ich es halt an den Baum. Scheiß drauf. So, jetzt machen wir Glas oben hin und drunter Aluminium und kriegen Spiegel. Das hatten wir auf dem alten Server auch schon zu Genüge durchgekaut. Und mit den Spiegeln. Jetzt habe ich vergessen, wie es weitergeht. Achso, aha, über einem Redstone und Bäumen. Ach, das kostet mich wieder alles an Redstone, was ich habe. Ich könnte reiern. Gib mal 4 Redstone auf und. Kann dir alles Redstone, was ich habe, geben. Keins? Hey, eins? Richtig. Keins. Keins. Wir haben uns ein paar Solarpanel und es sind weniger geworden, als ich dachte. Das heißt, ich habe schon wieder kein Holz. Oh, Leute. Holz müsste ich auch nochmal farmen. Ich habe Holz. Ja, das geht mir immer schnell aus. Da habe ich noch keine Farm und nichts. Es ist furchtbar, wenn man alles manuell machen muss. Wow. Weitere Solarpanel und. Wieder kein Holz. Hallo? Sollten wir vielleicht mal ein Tinkerwerkzeug aus Flint bauen? Das wird dann irgendwann besser. Doch man könnte es boosten. Mit Redstone, wovon ich ja so viel habe. So, wir bauen uns hier einen kleinen Unterstand, damit die Fässer nicht immer voller Wasser laufen. Das nervt mich nämlich ein bisschen. Mich auch. Aber nicht das jetzt bei dir, sondern dass hier wieder. Der Baum riesig groß geworden ist. Ach nee, gerade hast du dich noch gefreut. Da siehst du, man kann es mir halt nie recht machen. Ja. So. So ist es halt bei den Frauen. Ich glaube, die Blätter muss ich kruken, um Silk und Silkworms zu kriegen, oder? Jupp. Dann mache ich es gerade richtig. Nein. Verplatziert. Dann, dass die infizierten Blätter so langsam abzubauen sind. Du musst die infizierten Blätter auch kruken. Ja, ja, nur das geht viel langsamer. Die schnellen sind ja mit dem dicken Krug schneller weg, wie du gucken kannst. So. Ja, die normalen. Grün. Ich glaube, ich setze die Fässer wirklich noch eins runter. Aber da habe ich dann. Ich kann die. Ja, es gibt immer was zu tun. Ich kann die Fässer runtersetzen, aber. Oder ich setze hier drauf. Ja, genau, das sieht doch auch gut aus. Ich glaube, ich habe mich gerade zum nächsten Baum weitergebaut, aber wenn ich jetzt hier oben bin, mache ich auch diese blöden Bäume endlich mal weg. Ui, 800 ich joined. Sind ein bisschen arg viele von ich. Du hast wohl eine sehr, sehr gespaltene Persönlichkeit. Bei 800 mal ich.
Ich glaube, die meisten Leute sind mit 3 überfordert. Auch mit 800, alle Achtung. Alle 8. Oh, oh, oh. Toller Kalauer. Schlechten Witze sind sonst meine Aufgabe. Okay, ich werde dran denken nächstes Mal. So. Quatsch beiseite. Ich habe hoffentlich hier bald alles klein geklopft. Ah, da ist noch ein Holz drin. Das ist immer hässlich. Ja, das ist doof. Warum haben wir hier eigentlich nicht diesen Blattabfall-Mod? Oh, der ist Blätter cool. Einfach schnell kaputt geben. Ja, aber dann kriegst du am Anfang wahrscheinlich gar nicht so schnell deine Saplings. Weil du musst den Baum jetzt. Stimmt, dann würden die direkt runterfallen, weil du noch keine Plattform hast. Ja. Irgendwas ist halt immer. So. Damit sollte ich jetzt. Hallo, zurück. Schneiden mal. So, so langsam wachen die Leute dann mal auf. Ja, könnte man so. Ja, es dürfte auch schon irgendwie nach 10 oder 11 Uhr sein. Na, 11.20 Uhr, 10.20 Uhr. Der ganze Kram fällt runter. Oh nein, da oben ist noch ein Holz. Ich könnte feiern. Fischen, Bäume hauen. Und wie weit seid ihr schon? Erde. Kombo. Kombo. Fertig. Spüren. Mit allem. Aha. Hey, warum habe ich jetzt schon wieder aus dem Baum kein Sapling gekriegt? Was soll denn das? Mann. Du musst die Dinger kruken, damit du mehr Saplings machst. Mach ich doch. Sodla, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeug. Und natürlich komplett vergessen, was in die Sägemühle zu werfen. Dabei habe ich doch noch Goldstaub. Okay, das heißt, ich werde einen Pulverizer bauen müssen. Nein, ich wollte euch zeigen, wie ich diese Solarzellen weiterverarbeite. Das war's. Also. Wir haben jetzt Solarzellen. Solar. So, wir haben gleich genug Strings, um uns einen Sieb zu bauen. 12 Solarpanel, nicht schlecht. Dann mache ich jetzt für uns so ein Redstone Conductance Coil Gedöns. Hoffe ich doch mal, dass das reicht. Wie viel Strings braucht man für ein Sieb? 4, glaube ich. Nee, für ein ganzes Sieb, glaube ich, 8. Also 4 für so ein. Ja, du brauchst 2 Maschen und 2 Maschen brauchst du. Ja, also brauchst du. Ich glaube, ein Ding gibt aus 9 mal String für eins oder so etwas. Also, glaube 18 Strings reichen für das erste komplette Ding zum 7. Oh, verdammt. Muss ich ja doch nochmal so einen Baum anpflanzen, damit ich auch noch ein Ding bekomme. Mein Ton spinnt gerade wieder. Ich hoffe, das hört man nachher nicht in der Aufnahme. Es ist zu fassen. Ich muss mal irgendwie gucken, was das ist. Oh! Oh nein, ich habe einen String zu wenig. Verdammt, der Axt. Wir haben genug Cobblestone. Kann ich endlich diese Lärmmaschine ausstellen? So. Jetzt wollte ich aber euch aber zeigen, warum ich diese ganzen Dinger gebaut habe. Wenn ich jetzt die Solarpanels nehme und außenrum anordne und ein Coil rein, dann kriegen wir die bessere Solarzelle. Tada! Tada! Oxiv. Und ich bin wieder total voll mit Krams. Furchtbar. Und das schon um 10:30. Ja, stell dir vor. Um 10:30 schon voll sein. Nein! Doch! Och man! Was is? Ach, das ist doch nicht wahr! Jetzt habe ich gerade ein Sieb gebaut, jetzt ist das Sieb runtergefallen. Verdammte Scheiße! Ach man! Und. Wieso ist das runtergefallen? Ja, ich habe ihn abgebaut, ich habe ihn falsch platziert, wollte neu setzen und dann ist er runtergefallen. Ach man, ich habe ihm schön hinterher geguckt. Ja, frag mal Handy, der ist gestern dreimal abgestürzt oder viermal am Anfang und immer war es alles weg. So, oh. Mann. Der hat sich auch gefreut. So, ich würde sagen, diese Höhe ist ganz in Ordnung. Mal gucken, was wir haben jetzt hier. 1. Das ist schon hier. Nee, dann sollte ich die obere Höhe nehmen. So, das ist ja ärgerlich. Mehr habe ich noch nicht, das reicht. Heißt, ich nehme jetzt die Solarpanels. Papp die einfach da mal drauf. So. Die laden sich jetzt erstmal wieder auf. Und die Kabel und unten kann ich die Maschinen anschließen.
Da ist man so, so knapp vorm Sieg und dann. Ja, ja, das ist immer so. Oh, ja, hier ist schön da. Voll, das ist cool. Das sind endlich mal Leute, nicht wie bei uns, wo wir dann leider nur zu zweit oder höchstens mal zu dritt waren. Ja, genau, das ist auch, finde ich auch cool. Und es sind 18 Parzellen gebaut, also theoretisch sollte man bis zu 18 Leute werden. Ich bin mal gespannt, ob wir es mal schaffen, eine längere Zeit mit 12 zu spielen. So lange ist meine Liste gar nicht. 18 Parzellen, wirklich? Jupp, ich habe gestern nachgezählt. Ah, ich war irgendwie... So viele Leute angemeldet haben, weiß ich nicht, war mal lange Zeit von 10 bis 12 die Rede. Genau. Aber es sind 18 Parzellen. Vielleicht hat er auch einfach nur auf Vorrat gebaut. Ja, das ist ja auch ganz cool. So, meine alle sind geladen. Ich brauche noch mehr Spiegel und mehr. Warum ging das nicht? Ach, kein Redstone, gell? Ach, scheiße. Ne? Bräuchte ich wieder Staub. Egal, ich gucke jetzt, wie ich so einen blöden Pulverizer hinkriege. Damit wir hier mal vorwärts kommen. Machine Frame geht noch. Zinn, Zahnrad. 4 Zinn um ein Eisen. Ich glaube, ich habe auch kein einziges Zinn. Ich habe kein einziges Eisen. Eisen. Ich habe gar nichts. Nicht mal ein Sieb. Verdammt. Pulver des Zinn. Sehr schön, das ist gut. Das können wir nämlich hier schon reinwerfen. Nein, 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 fuck! In die falsche Maschine. Ich habe die Maschinen anders gemacht. Nein! Das ich wollte war's. Doch gar keinen Flug haben. Ja. Ich hätte es auf Alois Only stellen sollen, weil ich eben was gebacken habe. Gut, jetzt kriege ich halt 13 Barren, habe aber verschwendet. Weil ich kann ja aus einem Staub mindestens 2 Pulver machen. Wenn nicht sogar mehr. Das war wasted. Egal. Jetzt kann ich wieder auf Ofen stellen und das pulverisierte Zinn verbrennen, genau. Ja, ihr wisst, der McFisto nimmt ein bisschen länger auf, deshalb gibt es halt auch eine längere Folge. Immer diese Overtime hier. Ja, ja. Overtime, Overtime, Overtime. Nein, leck. Verdammt. So, was wollte ich Zinnzahnräder machen? Das Eisen ging mir auch aus, oder? Ach, verdammt. Alles braucht man. Kriege ich aber gerade noch hin? Kriege ich nicht hin. Ich brauche noch einen Zinn. Hm. Sollte ja zwischen mal fertig wachsen, sein. Wachsen. Hopp, 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 hopp. Gut, machst du den Baumtanz? Ja. Oh, verdammt, ich stecke im Laub. So. Oh, nee. Gammeligste von allem. Noch mehr Eisen. Ja, das ist schlicht. Pulver des Eisenerz. Muss ich nachgucken. Perfekt. Oh, ich habe noch 3 Erde. Kann man das auch machen? Das mache ich jetzt aber ins Richtige. So. Kann ich nämlich das Pulver verbrennen. Pulverisierter Kupfer. So. Gold, alles mögliche übrig. Ich kann mal die ganzen dämlichen Seidenwürmer ablegen und Seide. Willst du Seide? Tja, theoretisch ja, praktisch bin ich noch nicht fähig. Komm her und hol sie dir. Ja, eben. Sehr schön, ich krieg hier mehr Cobblestone. So nicht, dass ich keinen hätte. Können wir hier diesen Tisch bauen? Ja. Ich habe schon wieder keine Setzlinge gepflanzt. Das Sieb haut einfach so die Sachen raus, gell? Das war glaube ich der Grund, weshalb ich so drauf, drum, rum oder so. Also ich würde es, wenn du die Sachen nicht verlieren möchtest, schon mindestens eins, am besten 2 Felder vom Rand entfernen. Genau, das war nämlich der Grund, weshalb mein Sieb eigentlich runtergefallen ist. Dass ich den an den Rand gesetzt hatte und dann nochmal umplatzieren wollte. So, jetzt haben wir die Zinnzahnräder für das Machine Pacing. Dafür brauchen wir noch 4 Eisen und Glas. Das ist kein Problem. Glas habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Vorrat. Sollten wir nochmal Truhen bauen? Ich frage mich eigentlich, wo das Holz hin ist, das ich eben abgebaut habe. So, das ist bestimmt schon wieder verbaut. Cool verbaut. Das Holz. Achso, ja, das sowieso. Aber jetzt kann ich hier endlich mal Sachen lagern und damit was bauen. Das ist super geil. Hier Glas rein, Cobblestone, Holz, noch mehr Holz, Rest vom Holz.
Ach, mehr Cobblestone, who cares? Gibt's eigentlich auch einen großen Krug? Und was macht der? Natürlich, der hat, glaube ich, noch etwas erhöhte Wahrscheinlichkeit und er baut viel schneller ab. Einfach vier Krugs in der Form von den Stöcken für den Krug zusammen krugen. Sehr krugige Aussage. So, was brauchen wir? Glas, Eisen, Zahnrad. Aber mehr baut er nicht gleichzeitig, ja? Nee. Ach, das ist schade. Aber eigentlich will ich ja schon eine Schere haben. Mit einer Schere ist nämlich viel effektiver. Kannst du aus Holz machen? Hä? Kannst du aus Holz machen? Eine Schere? Ja, zwei Holzplanken wie zwei Eisendinger für eine Schere und du hast eine Holzschere. Die ist zwar schneller am Arsch, als du gucken kannst, aber sie geht. Ja, aber du hast dazu eine höhere Ausbeute an Laub. Du kriegst dann völlig Laub raus mit der Schere. Immer Laub. Lauter Blätter. Ja, ja, das ist ja gut. Und du kriegst mehr Laub als Setzlinge. Verstehst du? Dann kannst du nämlich das Laub verkompostieren. Der Kupfer. Oh Leute, ich habe doch eben Kupfer gehabt. Hätte ich schwören können. Ein 4 Kupfer, yay. Aluminium. Da. Mal ein Setzling hier rein, zur Sicherheit. Warum braucht das Ding auch noch Kupferzahnräder? Und jetzt so ein Reception Call. Bitte sag mir, ich habe noch einen. Noch Gott sei Dank. Pisten habe ich auch noch. Sehr schön. Dann nehmen wir uns noch Blind. Nachher nicht noch sammeln. Der weg. Was hast du jetzt gesagt? Wie ein Dings da? Ah ja. Wood Shears. Holzschere, yay. Welch technologischer Fortschritt. Jawohl. Meine Maschinen arbeiten mir nicht schnell genug, es dauert. Ich tanze um den Baum herum. Fidi bum bum bum, fidi ralala. Oh, bitte nicht singen, nicht lalala. Singen. So. Der ist fertig. So rum. So herum ist richtig. Und dann haben wir auch gleich das Kupfer, das wir für die Zahnräder brauchen. Eisen haben wir jetzt. Schauen wir mal. Komm, Kupfer. 3, 4. Noch 3. Warum soll ich nicht singen? Ich sing doch gut. Meine Ohren bluten schon. Hören gar nicht mehr auf. Sehr gerne, jetzt haben wir nämlich schon 55 Laub. Und das ist viel besser. Das sowieso. Zack. Erstes Eisenzahnrad. Nächstes. Das sind übrigens Kupferzahnräder, die ich gerade erst von denen ich erzähle, aber Wurst. Du hast Eisen so gesagt. Ja, deswegen. Ist mir schon noch aufgefallen, aber es war ein Tick spät. So. Oh, schon wieder in die. Das Ding immer in die Lücke. Da wegkommst, kotze ich auch. So, wir machen noch ein paar Barrels. Davon kann man am Anfang nicht genug haben. Pulverizer hier mit kaputt, ohne dass er kaputt geht. Nein! Nein, er ist hinter die Umzäunung gehopst. Ich könnte reihen. Ja, und jetzt? Dann holst du dir doch einfach wieder. Er will nicht, du darfst nicht durch das Glas durch. Ach so, das, diese Umzäunung hast du gemeint. Ja, ich habe ihn natürlich dazwischen gesetzt. Scheiße gelaufen. Ich werde dann mal ein Ticken cheaten. Kein Bock schon wieder zu gucken, wie ich an den ganzen Rotz ankomme. Lalli. Wir dürfen ja in die Mitte. Wir sollen nur nicht in den Nether, da möchte ich auch nicht hin. Scheiß auf den Nether. Braucht kein Mensch. Nein, das stinkt doch. Lalala. Hoffentlich hat er noch keine Tür. Nein, hat er nicht. Sehr schön. Hallo, Mahandi. Nein, ich darf hier nichts hinbauen. Oh, kurz. Ich darf mich hier nicht drüber bauen. Nein. Meine Maschine. Das Schlimme ist, die despawnt jetzt einfach nach kurzer Zeit. Ich wollte es gerade sagen. Es nützt dir nichts, mal nicht mal was auszulocken. Nein, es sind viel zu viele Spieler, die alle viel zu dicht aufeinander sitzen. Das heißt, ich habe die Maschine umsonst gebaut. Gott. Tja. So viel laufen, Junge.
Doof hier laufen. Ich könnte kotzen. Da hinten ist die und ich kann ihn nur zugucken. Kann nicht irgendwas dahin bauen? Nee. Und sie sitzt auch noch unten. Wir haben ja nur halbes Labs. Ich habe kein Kupfer mehr. Kupfer könnte gerade noch reichen für Zahn. Ach nee, die Schere hat. Ach nee, ich muss kurz neu connecten. Ich hoffe mal, das hilft. Die haben die Dinger einfach im Backhacke hingesetzt. Ja, da ist nämlich ein Laubblock stehen geblieben. Ich habe noch einen Zinn. Der Bug tritt einfach auf, wenn man mit den Scheren arbeitet, dass manchmal ein Laubblock nicht abgebaut wird. Und dann bleiben da eben die Items drauf liegen. Du knackst. Ich knacke. Ja, beim Reden. Nein. Aber das liegt wahrscheinlich wieder in meinem Ton, also keine Sorge. Und deshalb sagte ich doch nein. So, das Ganze noch einmal von vorne. Wir sind bei 26 Minuten. Ja, ja, langsam, langsam, langsam. Jetzt diese verpiepte Maschine haben. Piep. Ich will wieder ein Sieb haben. Ich habe mein Sieb mit runtergeworfen. Auch? Nein, nicht runtergeworfen. So. So, bevor dieser Kack da drüben gleich nochmal passiert. 22 Dings da, Fädenhammer, das reicht. So, ist hässlich, aber es ist mir egal. Das ist bei dir Standard. Siehst du, ist mir auch egal. Sordler, jetzt ist der Pulverizer auch bei mir gelandet. So, der kann jetzt nicht, kriegt aber Energie. Und in dem blöden Pulverizer kann ich jetzt endlich zum Beispiel den Aluminium Ore Gravel sogar ziemlich schnell durchmalen. Sieb. Gratuliere. So, gut. Das war's. Ihr habt gesehen, wie ich jetzt die Sackmel, den Alloy Smelter und den Pulverizer gebaut habe. Ich werde ein paar weitere Ressourcen bis zur nächsten Folge farmen. Und dann sehen wir uns wieder und dann gucken wir mal, was wir da Schönes draus bauen. Das wär's von mir. Wie weit bist du? Ich hau gerade mal noch die Erde raus und hau dann nochmal Zeug rein zum Kompostieren. Und dann bin ich aber auch fertig. Den Sieb werden wir das nächste Mal einweihen. Pflanzt da immer irgendwelches Laub in die Ecke. So, gut. Meine Fässer sind voll, mein Sieb steht hier. Du bist auch voll, passt, ne? Jein. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Ciao. Bis dann. Ciao.